Sie hören vier Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel. Meine Damen und Herren, wegen Schnee und Eis auf den Gleisen haben alle S-Bahnen heute Vormittag circa 20 Minuten Verspätung. Fahrgästen in Richtung Hauptbahnhof empfehlen wir die U-Bahn-Linien U1, U2 und U3 zu nehmen. Diese fahren nach Fahrplan. Die Buslinien vom Hauptbahnhof Richtung Mainz und Wiesbaden fahren heute alle 30 Minuten. Nummer 1. Hier spricht der automatische Anrufbeantworter der Praxis Dr. Neumann. Wegen des Umzugs unserer Praxis in den zweiten Stock sind wir erst wieder ab dem 26. Juli telefonisch erreichbar. In dringenden Fällen wählen Sie bitte die Nummer des ärztlichen Notdienstes 19292. Für Termine zur Krankengymnastik in den nächsten 14 Tagen wählen Sie bitte die Nummer 0160-322-1320. Und noch ein Hinweis. Auch nach dem Umzug der Praxis bleibt unsere Telefonnummer unverändert. 069-45-7732. Nummer 2. Guten Tag. Sie sind verbunden mit der Volkshochschule Frankfurt Höchst, Sprachenberatung. Im Augenblick ist unser Telefon leider nicht besetzt. Die Sprachenberatung hat montags von 13 bis 18 Uhr und mittwochs von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Wenn Sie einen Sprachkurs besuchen möchten, müssen Sie vorher in die Beratung kommen, damit wir für Sie den besten Kurs finden können. Informationen zu anderen Kursen an der Volkshochschule erhalten Sie unter der Nummer 212-71555. Vielen Dank. Nummer 3. Guten Tag, Frau Kim. Hier Lahmeier von City Immobilien. Frau Kim, wir haben vielleicht ein Angebot für Sie. Zwar nicht eine Zweizimmerwohnung mit Balkon, wie Sie eigentlich suchen, sondern eine Dreizimmerwohnung. Sie ist sehr günstig. 420 Euro warm. Hat allerdings leider keinen Balkon. Setzen Sie sich doch schnell mit uns in Verbindung, wenn Sie die Wohnung besichtigen wollen. Nummer 4. Guten Morgen, Herr Busidi. Hier ist die Firma Torelektrik. Leider können wir nicht, wie vereinbart, heute Mittag um 13 Uhr Ihren Gasherd anschließen. Wir können erst zwischen 17 und 19 Uhr kommen. Jetzt sind Sie nicht zu Hause. Wenn Sie diesen Anruf abhören, melden Sie sich doch bitte noch einmal bei uns, ob 17 bis 19 Uhr in Ordnung ist. Unsere Telefonnummer ist 546-6321. Vielen Dank für Ihr Verständnis und auf Wiederhören.
Ende von Teil 1. Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Nummer 5. Berlin. Der Flughafen Berlin-Tegel musste am Dienstag für rund eine Stunde gesperrt werden. Um 11.30 Uhr wurde der Flugverkehr eingestellt, um die Start- und Landebahn vom Eis zu befreien. 13 Flüge sind in dieser Zeit zum Flughafen Schönefeld umgeleitet worden. Und jetzt zum Ausland. Kopenhagen. Der Klimagipfel in Kopenhagen hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Aus Kopenhagen dazu unser Korrespondent Hans Eisner. Nummer 6. Und hier das Wetter. Endlich fängt der Sommer an. Heute war es noch etwas kühl und regnerisch, aber morgen steigen die Temperaturen in ganz Deutschland. Im Norden auf 20 bis 25 Grad, im Süden sind sogar 28 Grad möglich und es bleibt trocken. Die weiteren Aussichten: am Wochenende scheint in ganz Deutschland die Sonne mit Höchsttemperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Nummer 7. Die Verkehrsmeldungen. A3 Frankfurt Richtung Nürnberg. Zwischen Würzburg-Heidingsfeld und Raststätte Würzburg. Der gemeldete Stau hat sich aufgelöst. Sie haben freie Fahrt. A8 Salzburg Richtung München. Zwischen Bernau am Chiemsee und Fraßdorf 10 Kilometer Stau nach Unfall. Fahren Sie bitte vorsichtig. A9 Nürnberg Richtung Berlin. Zwischen Pegnitz und Trockau Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Nummer 8. Liebe Hörer, Silvester feiert Radio Rock FM wieder die große Silvesterparty. Diesmal in Bremen. Wie jedes Jahr mit jeder Menge DJs und Livebands. Auf 4 Bühnen findet jeder seine Musik. Auf der Rockbühne Live-Musik aus England. Auf der Popbühne legen unsere DJs das Beste aus den letzten Jahren auf. Die Deutsch-Popbühne bietet Musik nur in deutscher Sprache. Und für alle, die es international wollen, die Worldbühne mit Musikern aus Afrika und Asien. Für unsere Hörer verlosen wir Eintrittskarten für die Silvesterparty. Rufen Sie uns an unter 0171 2456 113. Die ersten 10 Anrufer gewinnen. Nummer 9. Liebe Hörer, willkommen zu unserer Sendung Rund ums Auto. Der 30. November ist der letzte Tag, an dem Sie Ihre Kfz-Versicherung für das nächste Jahr wechseln können. Warum gerade Ende November? Die meisten Kfz-Versicherungen laufen bis zum 31.12. und die gesetzliche Kündigungsfrist beträgt einen Monat, solange kein besonderer Kündigungsgrund vorliegt.
Verpasst man den 30. November, verpasst man also die Möglichkeit, Geld zu sparen. Ende von Teil 2. Sie hören 4 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Beispiel: Hallo Svetlana, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Wie geht es dir? Hallo, ganz gut, danke. Weißt du, ich bin vor 2 Monaten aufs Land gezogen, nach Büdingen. Büdingen? Das ist aber ganz schön weit weg. Ja schon, aber ich bin sehr zufrieden. Die Ruhe, die Natur, die gute Luft, das habe ich in der Stadt nicht so gehabt. Und für die Kinder ist es ideal. Und du willst weiter in der Stadt wohnen bleiben? Ja, auch wegen der guten Verkehrsverbindung. Wie lange brauchst du, bis du in der Stadt bist? Na ja, mit dem Zug brauche ich 1 Stunde in die Stadt. Mit dem Auto geht es natürlich schneller. Aber da ich zu Hause arbeite, muss ich auch nicht viel mit dem Auto fahren. Aber du bist doch immer gern abends weggegangen. Fehlt dir das nicht? Im Moment nicht. Ich lade jetzt sehr oft Leute ein und wir machen etwas bei mir. Komm ich doch auch mal besuchen. Ja, gern. Gib mir mal deine Adresse. Nummer 10 und 11. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte meinen Computer abholen. Ich habe ihn letzte Woche zur Reparatur gegeben und er soll heute fertig sein. Hier ist der Abholzettel. Mal schauen. Er ist leider noch nicht fertig. Wir haben Probleme mit der Festplatte festgestellt und müssen das noch einmal genauer überprüfen. Ihr Computer wird leider erst am Donnerstag fertig sein. Aber ich habe wichtige Arbeiten, die nicht warten können. Hätten Sie vielleicht einen Ersatz bis Donnerstag? Wir können Ihnen für die Zwischenzeit einen Laptop geben. Würde Ihnen das weiterhelfen? Ja, das wäre eine Lösung. Vielen Dank. Nummer 12 und 13. Guten Tag. Guten Tag, Herr Zegei. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Herr Zegei, ich habe Sie zu einem Gespräch über Ihre berufliche Weiterbildung eingeladen. Sie haben ja Ihren Deutschkurs bald beendet. Was sind Ihre Pläne? Nun, ich bin ja schon länger hier in Deutschland und habe auch schon hier gearbeitet, und zwar in einer Bäckerei. Was haben Sie dort gemacht? Haben Sie verkauft oder auch in der Backstube gearbeitet? Nein, nur verkauft. Das hat mir Spaß gemacht. Aber dann habe ich die Arbeit verloren und den Kurs gemacht. Und jetzt suche ich Arbeit oder eine Ausbildung. Am liebsten würde ich Bäcker lernen. Es gibt Ausbildungsgänge zum Bäcker. Dort lernen Sie auch die Berufssprache. Und kann man dann leichte Arbeit finden? Auf jeden Fall. Dann bekommen Sie ein anerkanntes Diplom der Handwerkskammer. Ich gebe Ihnen mal Unterlagen über den Ausbildungsgang zum Bäcker mit. Dann kommen Sie nächste Woche vorbei und wir unterhalten uns weiter. Vielen Dank. Nummer 14 und 15.
Hallo Yvonne, wie geht's euch? Hallo. Ach, eigentlich gut. Tobias kommt gut mit in der Schule, aber er liest einfach zu wenig. Du, im Nachbarschaftszentrum hat gerade eine Kinderbibliothek aufgemacht. Vielleicht ist das was für ihn. Dort gibt es Bilderbücher, Erzählungen, alles. Sie machen auch Veranstaltungen. Wo habe ich die Zeitung? Hier steht's. Zum Beispiel Vorlesen und Basteln, Filme im Traumkino und auch Lesungen mit Autoren. Das hört sich gut an. Wie teuer ist denn das? Bücherleihen kostet nichts. Nur für das Kino muss man 2 Euro bezahlen. Und du kannst die Bücher dort vorbeibringen, die du für Tobias gekauft hast und die er sowieso nicht mehr liest. Dann bekomme ich noch etwas Geld zurück? Nein, leider gibt es kein Geld dafür. Aber doch besser, als wenn man sie wegwirft. Und wann hat die Kinderbibliothek genau geöffnet? Warte mal, das steht hier irgendwo. Nummer 16 und 17. Guten Tag, sind Sie der Marktleiter? Ja. Was kann ich für Sie tun? Ich habe gestern diese Milch gekauft, aber sie ist nicht mal gut. Schauen Sie, das Haltbarkeitsdatum ist Montag, der 4. Oktober, aber heute ist der 8. Oktober. Oh, das tut mir leid. Haben Sie den Kassenzettel dabei? Ja, natürlich. Hier, bitte. Dann gebe ich Ihnen das Geld zurück. Oder möchten Sie lieber eine neue Milch? Nein, ich hätte gern das Geld zurück. Dann gehe ich mit Ihnen zur Kasse und Sie bekommen Ihr Geld. Machen wir das sofort. Wir schließen nämlich gleich. Vielen Dank. Ende von Teil 3. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen. Am Schluss unseres Umweltmagazins folgt jetzt eine kleine Diskussionsrunde mit unseren Studiogästen. Wir möchten gerne wissen, was Ihnen beim Umweltschutz am wichtigsten ist und was man tun könnte, um die Umwelt zu schützen. Beispiel: Für mich ist der Müll das größte Problem, überall, in allen Ländern. Ich finde es wichtig, den Müll zu trennen. Bei uns im Haus machen das alle. Ich finde es aber nicht gut, dass die Stadt nicht jeden Abfall, zum Beispiel alte Türen und Fenster oder alte Autoreifen, kostenlos mitnimmt. Aber trotzdem, Mülltrennung ist wichtig und jeder Einzelne kann so etwas für den Umweltschutz tun. Musik.
Nummer 18. Ich bin mit Ihnen einer Meinung, obwohl ich denke, dass die ganze Mülltrennung oft übertrieben wird. Immer wird uns Verbrauchern ein schlechtes Gewissen eingeredet. Aber bei der Produktion müsste man anfangen, bei der Verpackungsindustrie. Da passiert gar nichts. Ich habe nicht das Gefühl, dass weniger Verpackungen produziert werden. Es ist schwierig, nur Produkte mit wenig Verpackung zu kaufen, obwohl ich das schon versuche. Nummer 19. Wichtiger als den Müll finde ich die vielen Autos, die Staus und die schlechte Luft. Es gibt zwar viel mehr Fahrradwege als früher, aber ich denke nicht, dass weniger Auto gefahren wird. Viele können sich einfach nicht vorstellen, ihr Auto in der Garage zu lassen. Aber ich denke, irgendwann wird sich das ändern. Es gibt doch kaum noch Parkplätze und auch die Politik müsste etwas tun. Die Preise für öffentliche Verkehrsmittel sind einfach zu hoch. Wenn ich Politiker wäre, würde ich das sofort ändern. Dann würden auch mehr Leute ihr Auto stehen lassen. Nummer 20. Wir alle können etwas für die Umwelt tun, das stimmt. Aber wir sprechen die ganze Zeit über Umweltprobleme bei uns. Umweltschutz ist aber ein weltweites Problem. Denken Sie nur an den Klimaschutz, an die Energie, die immer knapper wird. Oft stehen die wirtschaftlichen Interessen zu sehr im Vordergrund. Man braucht Regeln, an die sich alle Länder halten. Umweltschutz hört nicht an den Grenzen eines Landes auf. Ende von Teil 4.